Rüdiger Rehms Stuhl wackelt. Waldhof Mannheims Trainer wird inzwischen auch von den eigenen Fans angezählt. Aber vielleicht kann Neuzugang Terence Boyd mit Toren seinem Trainer helfen. Boyd, 85 Spiele für den Halleschen FC. Er heute hochmotiviert gegen seinen Ex-Club. Waldhof Mannheim, Tabellen 18. kommt mit Schwung in diese Partie. Jans mit der Hereingabe und die wird gefährlich. Schulze, erste gute Möglichkeit für den Waldhof. Für Schulze nicht so leicht, den Ball hier richtig einzuschätzen. Die Partie von Beginn an mit offenem Visier. Beide Teams offensiv ausgerichtet. Hug, Halles schneller Linksverteidiger mit Platz und guter Flanke. Aber Segert, Mannheims Kapitän, klärt die Situation. Wichtiges Zeichen an seine Mannschaft, denn gegen Halle hilft nur Bereitschaft. 12 Minuten gespielt, Freistoß Halle. Segert klärt erstmal, doch Edschberger mit dem nächsten Versuch und der ist gut. Beste Möglichkeit bislang in dieser Partie. Glück für den Waldhof, dass das Aluminium hier die Null festhält. 10 Minuten später Konter der Gäste aus Mannheim über Jans. Schöne Verlagerung auf Gouras. Boyd 1-0. Terence Boyd trifft gegen seinen Ex-Club, verkneift sich deshalb den Jubel. Sein erster Treffer in seinem dritten Spiel für Waldhof Mannheim. Toll herausgespielt, Gouras Flanke scharf in die Mitte. Boyd muss eigentlich nur noch verwandeln. 25. Spielminute, Waldhof Mannheim führt hier mit 1-0. Danach verliert die Partie an Schwung. Die Gäste ziehen sich ein wenig zurück. Halle fehlte es insgesamt an Ideen. Das ist Hug, aber der Ball rutscht ihm über den Spann. Halbzeit in Halle, Boyd bislang macht sein Treffer hier den Unterschied. Hinein in die zweiten 45 Minuten und wieder der Waldhof von Anpfiff ab hellwach. Wunderbarer Pass auf Goden vorbei an Hug und mit dem Auge auf Hawkins 2-0. 48. Spielminute, Jaylene Hawkins. Rechter Hammer, kompromisslos in den Winkel. Halle eiskalt erwischt. Rüdiger Rehms Trainerstuhl, er wackelt in diesem Moment nicht mehr ganz so stark. Halle macht das schnelle 2-0 zu schaffen. Es fehlt weiter an Ideen. Bei Mannheim kommt die Leichtigkeit zurück. Boyd 3-0, 66. Spielminute. Terence Boyd trifft erneut. Dafür wurde er geholt. Das ist genau seine Stärke. Clever das Bein reingestellt, die Vorentscheidung in dieser Partie. 2 Minuten später. Der Waldhof bleibt in bester Spiellaune, kombiniert eher wie ein Tabellenführer und nicht wie ein Abstiegskandidat. Hackenpass auf Wagner. 4-0. Mannheim schießt sich den Frust von der Seele. Wunderbar kombiniert. Wagner aus spitzem Winkel trifft er hier zum 4-0. 20 Minuten bleiben Halle noch, um hier Ergebniskorrektur zu betreiben. Bislang fehlt es an Ideen aus dem Spiel heraus, aber vielleicht geht jetzt was. Berko, Riesenchance für Halle. Mannheims Schlussmann kann hier nur zusehen und durchschnaufen. Hier wäre er chancenlos gewesen. Dann diese Szene 7 Minuten vor dem regulären Ende. Marco Wolf auf dem Weg in den Strafraum. Kapstein bringt ihn zu Fall und Schiri Ittrich zeigt nicht nur auf den Punkt, sondern gibt Mannheims Kapstein auch gleich rot. In der Zeitlupe klar zu sehen, Kapstein hält Wolf an der Schulter. Kein hartes Foul, aber man kann den Elfer geben. Die rote Karte für mich allerdings komplett überzogen. Kapstein ist noch nicht einmal letzter Mann. Der anschließende Strafstoß. Niedfeld verwandelt sicher zum 1-4 aus Sicht
des Gastgebers Hamm. Am Ende bleibt es jedoch beim 4:1 Auswärtssieg für Waldhof Mannheim. Rüdiger Rehm ist die Freude und Erleichterung deutlich anzusehen. Mannheim siegt verdient in Halle und holt sich hier vielleicht das nötige Selbstvertrauen zurück, das im Abstiegskampf oft Wunder bewirkt.